Aufgabe eines Försters ist die Hege und Pflege des Wildes. Das Wild heute Karl-Heinz Rummenigge. Der eine Förster, Karl-Heinz Förster vom VfB Stuttgart. Wohin Rummenigge auch kam, Förster war schon da. Wo immer Paul Breitner auch seinen Freund Rummenigge suchte, er fand ihn nur selten. Denn der Stuttgarter Karl-Heinz war fast immer einen Schritt schneller als der aus München. Förster in WM-Form, der Rummenigge noch immer nachläuft. Und hatte sich denn Rummenigge doch einmal abgesetzt, dann war da stets der zweite Förster zur Stelle, Bruder Bernd. Er meldete nicht nur Dieter Hoeneß völlig ab, sondern stopfte auch noch manches Loch in der VfB-Abwehr. Und endgültige Klärung dann wieder durch Karl-Heinz. Rummenigge schien zu verzweifeln und versuchte es mit Verzweiflungsschüssen. Mal aus 20 Metern und dann auch mal aus 16 und stets vergeblich. Die Bayern spielten heute schwach, die Stuttgarter zunächst sehr stark. Nur vor dem Tor, da wussten sie nicht mehr weiter. Reichert, die Riesenmöglichkeit vertan. Wer und was sie auch versuchten, alles ging daneben. Wieder Reichert, Allgöwer, Dieter Müller, einer umständlicher als der andere. Und trotz allem, Reichert war noch der beste VfB-Angreifer. Doch Torwart Müller verhinderte auch in dieser Szene ein Tor gegen die Bayern. Woraufhin sich einer der letzten bayerischen Störche voller Entsetzen vom Olympiastadion abwandte. Nach der Pause wurde die Luft rauer. Hadewitz kontra Breitner, der kaum Impulse geben konnte und von dem Ex-Münchner neutralisiert wurde. Und auch der dritte Bayer aus der Nationalmannschaft, Wolfgang Dremmler, war nicht in Nationalmannschaftsform. Er zerrieb sich im Laufduell mit Allgöwer und hatte er den einmal versetzt, dann war wieder Stuttgarts Bester da, Karl-Heinz Förster, wenn auch wie in dieser Szene mit unlauteren Mitteln. Dass das Glück nicht immer nur dem Tüchtigen hold ist, wurde heute wieder einmal bewiesen. Ein einziger individueller Fehler von Walter Kelch hier sorgte für den Bayern-Sieg. Er verstolpert, völlig unbedrängt, Rummenigge, Breitners 18. Saisontreffer. Bei solchem Glück werden die Bayern wohl doch noch deutscher Meister. Der Fehler und das Tor noch einmal. Hier verstolpert Kelch und da lassen sich die beiden Münchner die große Chance nicht entgehen. Da nutzte es auch nichts, dass Stuttgarter Fans per Rauchbombe einen Spielabbruch zu provozieren versuchten. Nun dominierten die Bayern, ohne allerdings zu überzeugen. Rummenigge, endlich einmal an den Försters vorbei, der Pfosten. VfB-Trainer Sundermann vergaß vor Schreck fast seinen Kaugummi zu malträtieren. Zumal nach diesem 0:1 wohl auch der Traum vom UEFA Cup ausgeträumt ist. Der Hermann laufen zurück, guck mal, der Allgöwer und alle.